Oh, ist gut. Siebtes Auswärtsspiel, endlich der erste Auswärtssieg. Würdest du sagen, der war heute verdient? Ja, absolut. Also Wiesbach hat viel mit langen Bällen agiert. Wir haben immer wieder versucht, das Spiel aufzuziehen, Fußball zu spielen. Klar ist auch, dass auf dem Platz wenig Raum ist, wenig Räume da sind. Da haben wir uns anfangs schon schwer getan. Aber ich denke, dann so ein dreckiger Arbeitssieg steht dann symbolisch für so eine Negativserie, die wir jetzt endlich positiv besiegelt haben und jetzt nur noch nach vorne schauen, weiterhin hart arbeiten und dann ja bis zum Winter werden wir dann sehen, wie weit wir kommen. Es war eine ziemlich ruppige Partie, beeinflusst auch durch den Schiedsrichter oder gab es einfach so viele Nicklichkeiten? Ja, ich denke, dass es mit dem kleinen Platz zu tun hat. Man kommt immer wieder in Zweikämpfe. Das Spiel ist viel über die zweiten Bälle gekommen. Zweikampf betont. Es steht auch für die Liga, dass man jedes Spiel alles in die Waagschale reinwerfen muss, um hier zu bestehen. Und dafür, denke ich, waren wir heute ein Tick gieriger auf den Sieg und haben dann, denke ich, schon verdient gewonnen. Was hat euch Jupp Siener in der Halbzeit noch mit auf den Weg gegeben für die zweiten 45 Minuten? Ja, alles absolut positiv. Ich denke, erste Halbzeit haben wir das gar nicht schlecht gemacht. Das Wetter spielt dabei auch eine Rolle. Mit dem Platz ist unheimlich schwer, dann lange Wege weiter immer über 90 Minuten zu gehen. Das haben wir dann gegen Ende überragend gemacht und einen inneren Schweinehund überwunden. Zusammen mit den Fans, muss man dazu sagen, die haben uns überragend wieder unterstützt, wie die letzten Wochen auch. Und jetzt haben wir uns endlich belohnt dafür. Was kann das wert sein heute, der Sieg für die nächsten Wochen? Ja, das kann ja wert sein. Das ist schwer zu sagen. Also wir gucken jetzt von Spiel zu Spiel. Klar ist auch, dass wir jetzt so viel Spiele wie möglich gewinnen wollen bis zum Winter. Montag regenerieren, Mittwoch dann schon wieder Pokal. Und ja, so denkt man von Spiel zu Spiel und versuchen jedes Spiel zu gewinnen. Und nur als Team, nur zusammen geht's und so versuchen wir uns jetzt aus der Scheiße rauszuziehen.